Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Whoa. Assassin's Creed Hiya. Origin. Hier sehen wir einen wunderschönen Mond. Und dort sehen wir viel Wüste und Ziegen. Tote Ziegen. Hyänen. Ganz viele Hyänen. Scheiße, sehr viele Hyänen. Okay. Aber ich muss da rein. Ein Schein. Eine der Fackeln muss hier sein. Da ist Blut auf dem Stoff. Wer hat ihn aufgehängt? Also wenn ich was habe, dann ist es jetzt genug Hyänen. Oh. Hier ist noch ein Vieh. Oh, dieses verrottende Fleisch stinkt ja zum Himmel. Will jemand Raubtiere anlocken? Haben sie doch schon getan, Bayek. Passt du denn nicht auf? Mehr Amulette. Was wollten Sie damit erreichen? Torwächter der Duat. Ich ehre deinen Namen. Kein einfacher Auftrag. Ob hier noch andere Kräfte am Werk sind? Das war die letzte Fackel. Ich sollte zurück zu Nefertari. Ich habe zwar ein ungutes Gefühl, das Vieh da jetzt alleine zu lassen, aber naja, es wird schon überleben. Ich glaube, ich kaufe mir mal ein anderes Pferd und eine andere Rüstung, mal so langsam wieder. Ach, ich bin süchtig nach sowas. So, aber erstmal sagen wir der Berle hier. Ach, die ist da ganz oben. Warte mal, war hier nicht irgendwo auch ein Schneider und sowas? Ich habe da sowas gesehen. Ich weiß, dass ich sowas gesehen habe, aber es ist da hinten irgendwo. Okay, warte, ich gehe erstmal dahin. Genau. Ich muss echt mal googeln, was Natron ist. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ist mir jetzt aber auch nicht peinlich, dass ich es nicht weiß. Ich hätte ja jetzt auch so tun können, als wenn ich es wüsste. So, aber bevor ich das jetzt mache, gehe ich erstmal zu meiner Ausrüstung. Guck mal, ob ich hier wieder irgendwas hochkriege da. Was haben wir denn gerade? So. Guck mal, das hat doch mehr. Ah, das sind die Klingen der Seevölker. Davon habe ich jetzt gerade nichts. Das ist 7. Das ist auch alles höher. 4. Max 14. Ich halte eigentlich gar nichts davon. Ich hätte eigentlich schon ganz gerne so eine schwere Waffe, aber naja, wir lassen es erstmal. So, kann nichts an. Nee, kann ich auch nicht. Nein. 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 Nee. So machen wir. Das ist schon richtig so.
Hier habe ich einen leichten Bogen. Und den können wir mit dem hier ändern. Und hier haben wir einen Jagdbogen. Den können wir... Habe ich noch einen schönen Jagdbogen? Genau, hier mitmachen. Ja, da habe ich nichts Neues. Habe ich auch nichts Neues. Okay. Genau, hier ist Tier. Oh, wir können hier Sachen verkaufen. Da gucken wir mal. Da, ne, Bräuner, denke ich mal. Aha. Diadem, okay, komm, verkaufen wir mal. Brauchen wir ja eh nicht mehr. Verkauft. Ist gut. So, Maasai-Krieger. Habe ich doch schon. Auf bald. Und was hast du mir zu verkaufen? Hallo, mein Freund. Wie kann ich helfen? Wahrer Freund, Wüstenpilgerer, Zappler oder das falsche Kamel? Ein Schatz ist relativ bekannt für seine Ausdauer bei langen Reisen durch die Wüste. Ach, immer wieder ein Vergnügen. Das ist ja auch nichts Schönes für mich. Schade, ey. Keine schöne Montur, nichts. Deine Hände. Die Risse und Schwielen werden immer schlimmer, Nevet. Kommt vor, ne? Ich habe das Gefühl, dass die Pferde schneller sind als die Kamele. Oh, mächtiger Anubis! Dunkler Sohn der Sonne, der über alles richtet! Das Kamel wollte hier gerade nicht hoch. Wow. Wir entweihen den Tempel jetzt mal eben mit unserem Kamel. Oh, mächtiger Anubis! Hab Dank, dunkler Sohn! Was gibt es Neues? Die Fackeln brennen mit unermüdlicher Flamme. Dann bete ich, dass Anubis uns verziehen hat. Ich habe Amulette bei ihnen gefunden. Sagt dir das irgendwas? Etwa bei den Fackeln? Vermutlich zur Abwendung des Omens. Ich halte die Augen offen. Doch erst einmal brauchen einige Rebellen unsere Hilfe. Gewöhnlich reise ich selbst, aber man braucht mich hier. Sophia bot an meiner Stadt zu gehen, aber nur wenn du sie eskortierst. So soll es sein. Bajek, ich hoffe, deine Jagd wird bald enden. Bevor du unwiederbringlich ein anderer sein wirst. Wenn die Nacht hereinbricht, ja. War doch richtig. Wow. Und jetzt wieder runter. Aus dem Weg, Alte. Jetzt kommen sie alle beten hier. Aus dem Weg. Ich reite hier. Oh, Kamel nervt mich. Wie sie immer alle umfallen. Ich finde das so geil. Deine Hände. Die Risse und Schwielen werden immer schlimmer. Oh. Willst du aufsteigen? Erstmal schubsen.
Schön, dich zu sehen, Namrud. Nefertari hat Verstärkung geschickt, wie ich sehe. Sein Name ist Bayek, ein guter Freund von Nefertari. Ich bat ihn mitzukommen und er war netterweise einverstanden. Ich schätze, das sind wir alle. Ich höre, ihr habt Ärger. Ich bin Nefertari etwas schuldig. Aber wenn dem so ist, folge mir und bleib in der Nähe. Vor uns liegt eine weite Reise. Toll. Darauf habe ich mich ja jetzt gefreut, ey. Wo ist denn jetzt mein Pferd schon wieder hin? Der Weg zu der Mine war frei. Aber das heißt nicht, dass er es auf dem Rückweg auch ist. Sei auf alles vorbereitet. Jetzt haben die mein Pferd. Ich hatte vorher das Schwarz-Weiße. Du scheinst bekümmert, Namrud. Warum so zögerlich? Ich weiche nicht gern vom Plan ab. In diesem Land wimmelt es von Gefahren. Banditen, Soldaten, die Wildnis. Deshalb reisen wir auch nur bei Nacht. Das hilft, Ärger zu vermeiden. Wo lagert ihr? In einer verlassenen Feste im Westen. Das ist unser Rückzugspunkt. Rückzug von was? Von einem Angriff auf ein nahes Lager. Dort waren mehr Soldaten als gedacht. Wir hatten große Verluste. Wie viele Verwundete? Genug. Ja. Deshalb ist die Nähe zu der Mine von entscheidender Bedeutung. Die Heiler wirken wahre Wunder. Uchala. Wir haben Glück, dass Nefertari uns das erlaubt. Sie hat ein reines Herz. Riskiert ihren Kopf. Immerhin gehört diese Mine dem Regime. Wenn wir die Brücke überquert haben, liegt das Gröbste hinter uns. Na gut, so weit war die Reise ja jetzt nicht, ne? Ein richtiger Angriff kam ja jetzt nicht. Für was sollte ich die denn jetzt eskortieren? Das ist es. Wenn wir erst drin sind, musst du mir bei den Verwundeten helfen, während Sophia das Natron vorbereitet. Hoffentlich haben wir nicht noch mehr Verluste. Na komm, Junge, gib Gas. Ich will fertig werden, heute noch. Hallo, Bayek, warum rennst du nicht? Ich baue auf. Bayek, du folgst Namrud. Er zeigt dir, was zu tun ist. Diese Männer. Schaff sie nach hinten, zu den Öfen. Okay. Hier, so, in einer Reihe. So ist es einfacher für Sophia. Eure Bande ist viel kleiner, als ich dachte. Klein, aber einig. Wir kämpfen jeder für jeden. Ich bin genau wie sie. Nur haben die Götter mich verschont. So, den ersten haben wir. Ich finde das schön, dass er auch was macht. Ja, dem da kannst du nicht mehr helfen. Da fehlt Bein und Arm. Vorsicht! Er ist jetzt nicht ganz auf der Decke gelandet, aber egal. Kalt. Mir ist so kalt. Sie sind schwer verwundet. Aber sie überleben, wenn Sophia nur halb so gut ist wie Nefertari. Du und Nefertari seid alte Freunde. Sowas in der Art. Sie rettete mich, nachdem ich Rudjek getötet hatte. Du warst es also, der ihn getötet hat, ha? Ich kann es kaum glauben. Bei den Göttern! Das Leuchtfeuer! Das Feuer alarmiert das Regime! Sie haben uns gefunden! Kämpfen? Tötet die Rebellen! Rückt vor! Lasst keinen überleben! Bogenschützen, haltet Vorsicht, euch bereit! Schützt die Heilerin! Tötet die Verwundeten zuletzt! Angriff! Widerstand ist zwecklos! Ihr seid unterlegt! Legt die Waffen nieder und wir töten euch schnell! Lieber ramm ich dir mein Schwert in die Kehle! Hallo, ich kann nichts tun! Wer sich gegen Ptolemaios stellt, steh wird auf. Sterben! Wer sich mit mir anlegt, stirbt! Der da kämpft auf der Seite der Rebellen! Was für ein Narr! War hier nicht gerade irgendeiner, der mir... Ach, da. Na komm her, du.
Jawohl. Es ist Sophia. Sie hat das Feuer entzündet. Diese Schlampe. Warum lockt sie die Soldaten zu uns? Ich werde nach den anderen. Nein! Bleib mir bloß vom Leib! Sophia. Die ist gekauft. Schiebung. Rede! Boah. Die Omen! Das warst du! Wieso? Oh, Jack! Ich liebte ihn! Aber wir wollten ein besseres Leben! Du nahmst ihn mir! Aber du bist nicht seine Frau, oder? Oh, ich verstehe. Du warst Rudjeks Mätresse. Tja, dein Liebhaber hat meinen Sohn getötet. Ich empfinde kein Mitleid! Ach, du solltest sterben! Ja. Eine Schande. So ein hübsches Ding. Es ist kein Platz für Schönheit in unserem Krieg. Der Tod lässt uns Dinge tun, die wir bereuen. Sie täuschte uns beide. Eure Männer? Der Leichenstapel wächst weiter. Wir pflegen die Verletzten selbst. Wir können keinen neuen Heiler holen. Nein, 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 nein! Oh Gott. So, jetzt klaue ich mir das Pferd. Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Na, gucken wir mal. Rebellenallianz. Ja. Genau. Oder muss ich sonst noch irgendwo hin? Na, da sind noch ein paar Sachen. Ich mache das erstmal hier fertig. Ich muss ja da hinten auch noch mal runter. Na gut, ich nehme erstmal den Weg hier. Das ist eine Hyäne? Nein. Wow. Ich habe einen Leoparden. Was ist das da überhaupt für ein Vieh? Auch ein Leopard. Ach, bist du hübsch. Achtung, lächeln. Ja, schön. Ach, bist du hübsch. So, jetzt kümmern wir auf. Wo ist mein Pferd? Und nee, wow. Reicht schon so. Oh, na, wir können hier so, ja, wunderbar. Ziegen, 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 Ziegen. Mäh. Wow. Ach, da bist du. Kann ich da jetzt einfach so rein? Ich denke nicht. Bleibt zurück. Es geht keinen von euch etwas an. Macht weiter mit, was immer ihr getan habt. Und jetzt ist er weg. Bist du der Phylakitai? Ja. Bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih.
Aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein Magi aus dem alten Königreich. Sieh an, verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Es ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Ach, vielleicht er ist noch da. Kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir sollten im Tempel nachsehen. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Griechen leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Ich muss erstmal was anderes machen. Mord im Tempel. Der gute Mann möchte, dass wir da jetzt hingehen. Das mache ich jetzt auch erst. Der Schreiber muss weitergezogen sein. Keine Spuren von ihm oder den Wachen. Ich sollte weitersuchen. Er muss hier irgendwo sein. Das ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier, vor der Statue. Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Außer ihm war niemand hier. Warum machen die sowas? Oh, jetzt ist mein Leopard weg. Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment. Da oben ist noch etwas. Jo. Warte, 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 nein, ich brenne, 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 brenne. Das muss ich reparieren. Ich brenne immer noch. Sag mal, ich komme da nicht hoch, ey. Wow, war knapp, knapp, knapp. Oh, mein Gott. Ja, tritt mal raus erstmal. Genau, schön. Serapis Gesicht ist verborgen und mit grüner Farbe verunstaltet. Hier wurde eine grüne Wadjet-Maske platziert. Wadjet ist die Schutzgöttin von Ober- und Unterägypten. Da hat mal jemand ganz klar Stellung bezogen. Aber wie sind sie mit den Sachen hier hochgekommen? Ja, da mit dem Ding hier, da, das sehe ich doch. Bei Amun. Das ist mit Blut geschrieben. Es ist noch feucht. Brief des Mörders. Heute werden wir unseren Tempel an eurem dreckigen griechischen Gott rächen. Das Blut eures Hohepriesters wird eure Schuld bei Wadjet begleichen für Ägypten, für die Göttin. Jo. Ja. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philaketai sollte wissen, wo er ist. Der schiefe Turm von Pisa. Nein. Ich muss hier runter. Philaketai, ich habe Ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serapis, nein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel an. Alle profitieren von ihm. Was ist da los? Ein Raubtierangriff? Oh Gott, mein Leopard.
Oi, dis Maisonus Apocinis. E ambaramino kintirevo. E an mi, melo thores in tilos geogniros. Ti pleon melusi oran. Anthropi nuna, fige de abandes. Abandes. Kopsche, 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 kopsche. Da. Links, rechts, rechts, links. Ich weiß nicht. Geh mal hier lang. Ich kann den Leoparden jetzt ganz der gut Der Ermordete gebrauchen. Und der Hohepriester sehen das vielleicht anders. Was? Götter, was für Ärger ich bekäme, wenn der Hohepriester stirbt. Los. Kämpfe. Scheißschussmann! Ich erschieß ihn! Udina des Inveninus! Adinato! Adinato Nesti! Bin in Reichweite! Boah, diesen kleinen Bastard, ne, den krieg ich jetzt erstmal, ey. Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Piss. So läuft das hier. Noch nicht anders. Die hatten vor, mich zu opfern. Ihr seid nun sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis, die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen, keine Menschen. Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Wir Magi beschützen jeden, ganz egal wer er ist. Kurt, ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Leb wohl, Philaketai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. Aber mein Leopard ist weg. Ein süßer Hundi. Okay. Rebellenallianz. Buchala. Snap. Ich sah dich beim Philaketai von Karanis. Bist du ein Beschützer? Das bin ich. Stimmt irgendwas nicht? Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Beängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinen mehr trauen. Nicht mal den Philaketai. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Okay, dann machen wir doch erst das. Na gut, Leute, aber ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.